So, herzlich willkommen zum TBA-TV aus dem Monat Februar. Und der aufmerksame Zuschauer wird gemerkt haben, wir sind wieder bei Robert in der Küche. Ja, hat sich so ergeben. Hat sich jetzt irgendwie so ergeben, liegt ganz gut auf dem Weg. Und ja, der Monat ist im Fluge verstrichen. Auf jeden Fall. Also mir kommt es gefühlt vor, als hätten wir gestern hier bei mir gesessen in der Küche und hätten die Moderation für Januar gemacht. Also genau. Das war echt sehr... sehr, ja, wie soll ich das sagen, kurzweilig der Monat Februar. Genau, es gab nämlich viel zu tun und da, wenn man viel zu tun hat, viel angeln geht, viel unterwegs ist, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Viel Schnee schippt. Und damit ihr ein bisschen, ja, Schnee schippen war auch noch mit dabei, und damit ihr ein bisschen Anteil daran habt, wollen wir uns jetzt mit unserem Monat beschäftigen. Ging los mit dem Hechtangeln im Bodden, ist ja der Februar der letzte Monat der Saison, weil ab 1. März haben die Fische dann eine wohlverdiente Schonzeit. Und wir konnten bis auf ein paar Windausfälle, die es auch gab, es war schon windig, konnten wir aber durchfahren, also es gab kein Eis. Da war ich gerade unterwegs und habe nicht gerade neidisch auf euch geblickt, da, als ich das so die Wetterprognosen gesehen habe, aber was soll man machen, der milde Winter hat halt auch so seine Nachteile, ne? Ja, und das ist halt mit dem Wind, also wir haben entweder einen kalten, ruhigeren Winter oder eben einen windigen, milderen Winter. Das andere bedingt. Und da haben wir uns aber gut durchgekämpft, haben sehr viele Gäste da gehabt, wo wir auch sehr dankbar sind. Mhm, genau, also insbesondere die Schweden sind wiedergekommen jetzt zum Saisonende. Genau, die haben dann jetzt nochmal mit den ganzen Corona-Geschichten, nachdem das abgeklungen ist, haben die sich auf den Weg gemacht. Der Bus, der berühmte Bus war wieder da. Und haben wir mit Stefan Nielsen, insbesondere von Sporting Örebro, den kennt ihr ja bestimmt auch aus dem Internet und auch von Perch Pro und wo er überall dabei ist. Ja, ist eine Type, ne? Ist ein kleiner Chaot, aber ja, wir kennen ihn seit über 20 Jahren und der kommt also sehr regelmäßig und der hat sein Herz schon am Bodden verloren. Ne? Und wir hatten eine nicht einfache Tour, aber wir haben schöne Fische gefangen und vor allem stückzahlmäßig, muss ich sagen, lief es ganz gut in einigen Tagen, also in vielen Tagen. Waren auch große Fische dabei, ne? Und da machen wir jetzt mal kurz, denke ich mal, Schweden, Finnland. Ja, ich habe ja auch noch so zwei Tage mitgekriegt nach meiner Odyssee ins Warme, dazu kommen wir aber gleich. Wollte ich gerade sagen, dann lass uns mal deine zwei Tage dann noch dann nach dem Schweden-Turn. Okay, dann hoffe ich, meine Aufnahmen reichen aus. Alles klar, dann erstmal Film ab. Das waren unsere Schwedener. Wir hatten natürlich auch deutsche Kunden. Insbesondere unser Marco Menke ist da aufgefallen. Der hat nämlich an einem Tag 2 Meter Fische gefangen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da hoffe ich, dass ich im Archiv das finde noch, die Filme dazu, dass da auch gefilmt wurde. Weil da sind wir noch nicht so gut vorbereitet. Wenn nicht, gibt es ein Bild. Also der Marco hatte da ganz gute Sternstunde. Dickes Petri, auf alle Fälle von meiner Seite hier über diesen Kanal. Ne? Wir haben uns noch nicht persönlich gesprochen, aber auf alle Fälle nochmal Glückwunsch. Der heißt jetzt Meter Marco. Meter Marco, okay. Meter Marco heißt Wir hatten auch mal einen Meter Meier. Ja, Meter Meier hatten wir auch und jetzt haben wir einen Meter Marco. Okay, alles klar. Und jedenfalls hat er sich damit schon ganz gut in die Saison reingehauen. Na, und er hat auch wirklich auch eingezahlt. Ne? Es ist ja nicht so, dass er immer nur abgebucht hatte, sondern hat auch eingezahlt. Und jahrelange treuer Stammgast, der wirklich auch fast zu allen Events da ist, im Sommer mit der Familie kommt und sowas. Also genau, unvergessen ist sein Auftritt, wo er mit dem Leihboot draußen war. Marco. Ja. Ja. Ja, wo er mit seinem Leihboot auftritt, na, wo er dann endlich den großen Fisch dran hatte und der Kescher ein Loch hatte. Ja, stimmt, genau. Ja. Die Sieg und Niederlage liegen halt wie immer nah beieinander. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, weil wir hatten ja schon ein bisschen die Verantwortung für das Loch im Kescher, wenn man das Boot rausgibt. Aber jetzt jedes Boot vorher nachzugucken, ob da ein Loch im Kescher ist, also wenn ihr ein Boot mietet, guckt vorher nach, ob ein Loch im Kescher ist. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, der Hecht war einfach noch zu klein, weil er da durchs Loch gepasst hat. War aber ein Meter Fisch und das Loch war groß. Das war okay. So groß. Ja,
Also es sind halt diese Gummikescher, in Sonnenlicht werden die porös und dann gehen die halt auch mal kaputt. Ansonsten haben wir ja in unseren Leihbooten immer Gummikescher drin, weil es uns also auch schon wichtig ist, dass die Fische ordentlich gekeschert werden mit diesen alten Knotenkeschern. Das ist nicht so schön. Na, das merkt man dann, wenn man vom Lachsangeln den Lachskescher nimmt mit dem langen Stiel und sowas. Am Anfang der Saison wieder vergisst, den Kescher zu tauschen und man muss dann mal einen großen Fisch keschern. Es ist nicht gut. Also wie hat schon seine Vorteile. Wie Sandpapier. Ja. Ne? Also, wir haben auf unseren Leihbooten haben wir also die Gummikescher drauf, aber guck doch mal vorher rein, ob noch ist. Ein Kabelbinder mit dabei zu haben, kann nicht schaden. Genau. Das mal am Rand. Dann haben wir noch ein paar Zander gefangen sogar. Ja, das genau. War also auch schon die im Februar, ich kann mich gar nicht erinnern, selbst im Januar hatten wir schon Zander. Das wird da so zeitig schon Zander gefangen. Nee, vor allen Dingen bei, wir hatten ja unter 4 Grad Wassertemperatur. Ja, ja. Also 3,7 hatte ich so bei meinen 2 Tagen, die ich noch mitgekriegt habe. Und von der Saison. Und das war schon nicht ganz einfach. Also auch die Hechte waren, keine Ahnung, war die, ob die schon in Laichstimmung waren. Ja, die haben, ihr habt ja die ersten sonnigen Tage hast super gehabt, ne? Viele Fische gesehen, also den ersten Tag nicht, ne? Aber am zweiten Tag, am letzten Saisontag, ja. Das war Pike-Watching vom Feinsten. Teilweise kamen 3 Hechte gleichzeitig auf den Köder zugeschwommen, von allen 3 Seiten, haben sich den Köder doof angeguckt und haben sich abgesprochen und haben gesagt, nö, heute nicht. Das ist das moderne Angeln. Das ist das tierschutzgerechte Angeln, ne? Nur noch angucken, nicht mehr anfassen. Ja, aber wir haben dann ja Gott sei Dank noch eine Beißphase erwischt, also alles gut. Wir sind habt auch noch das klassische Angeln gemacht. Genau, wir haben auch noch das Fangen. So richtig mit Haken und so Sachen. Ja. Genau. Nee, war ein schöner Abschluss auf jeden Fall mit herrlichem Wetter und ich denke, wenn die Aufnahmen reichen, können wir sie jetzt nochmal kurz einspielen, genau, oder? Genau, und eben wir uns festquatschen, einfach Film ab mit dem Rest. Best der Saison. Of the Rest. Best of the Rest, genau. Genau. Gut, Film ab. Perfekt, ey. Was ein Viech, ey. Beine. Angefangen mit Fliegenrute, Dennis, Alter, und jetzt da, guckt euch das mal an, 2 schöne Forellen, eine Dennis, eine ich, Dennis mit einem Traumfisch, auf Fliege gebissen, sehr, 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 sehr schön. Das war der Saisonabschluss, jetzt ist Feierabend, jetzt haben sie Ruhe bis Anfang Mai. Wir kümmern uns um die Silberlinge, wenn es das Wasser Wetter mal zulässt. Ne? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Also jetzt kommen mehr Forellen, die wir übrigens auch schon gut gefangen haben. Im Januar, Februar war richtig gut. Ne? Und jetzt ist es nochmal ein bisschen kälter geworden Anfang März. Aber wir werden uns den Meerforellen, den Lachsen widmen. Wir haben unser Lachsboot, die Shockwave ist ausgerüstet. Und auch mit unseren Kasperlbooten machen wir Trollingtouren. Also es wird beides angeboten. Und dann kommen noch die Zandertouren dazu. Ja, da geht es ja auch nächstes Wochenende dann schon in die Folge. Genau, da sind wir schon mit dem AZK, also Angelcenter Kassel, machen wir ein Zander-Meeting. Das ist sehr gut gebucht, also überhaupt die Events sind sehr gut gebucht. Also wer im Event noch einen Platz haben will, muss sich sputen. Und da haben wir die Zanderfischerei. Mal gucken, also ich bin da... Ich bin auch gespannt. Ja, bin gespannt und optimistisch. Wir haben jetzt noch ein bisschen Logistik zu tun und dann sind wir bereit für die Zandersaison.
Deswegen haben wir uns nämlich heute auch wieder bei mir getroffen, weil Matthias und Olaf, die fahren hier munter die Brote durch die Gegend, weil das ist die Logistik, die man hinter unserem normalen Tagesjob nämlich nicht sieht. Ne? Alle denken immer nur, wir gehen schön lustig angeln von 8 bis 17 Uhr, machen uns einen Dicken und haben die und Hosen entspannt danach auf der Couch. Entspannt auf der Couch und kriegen die Hosentaschen nicht mehr zu, weil es alles voller Geld ist. Aber so ist es nämlich nicht. Wir haben nämlich auch jede Menge Arbeit damit. Nein, aber das ist schon ein bisschen was. Wartung, Instandsetzung und etc. pp. Aber das ist ja. Genug gejammert. Genau. Gibt es ja in jedem Beruf. Ja, ja. Der Oman war ja, der Februar war ja insofern auch sehr ereignisreich, weil Robert war noch im Oman. Genau. Da waren die Gedanken schon wieder schneller als der Mund. Und war echt eine sehr, sehr geile Tour. Wir waren diesmal im Süden. Ich habe ja zwei Destinationen. Also einmal im Süden, Shubemiya, da fliegt man quasi bis Salalah. Und die andere Destination ist oben Muscat. Ja. Und wir waren diesmal in Shubemiya im Süden und haben so einen Mix aus Light-Tackle-Fischerei, bisschen GT-Poppern und Yellowfin-Tuna-Fischen gemacht. Also quasi Saisoneröffnung im Oman. Ja. Und Erst ein bisschen zäh los, aber dann erst ein bisschen gerabbelt. Ne? Zäh los, wobei die Inshore-Fischerei war genial. Wir haben Wolfsheringe gefangen, da hättest du übers Wasser laufen können. Ne? Ich habe Videos mit dem Handy gemacht, da habe ich nur den Köder vor dem Boot so reingepatscht. Und die heißen Wolfsheringen, weil die sehen aus wie ein Hering, haben aber ein Gebiss wie ein Wolf. Ne? Schuppen gehen genauso schnell ab wie beim Hering, sind etwas länglicher, so wie so ein. Und auch ein bisschen größer, ne? Also ungefähr so groß. Ja, ne? Ja, und haben ein brutales Gebiss. Also die haben hier Löcher in den Halko-Popper gestanzt, dass der schwimmende Popper zum Sinkenden geworden ist. Der war voll Wasser. Aber das war durchgenagelt, ne? Also durchgebissen. Also nicht kein Mundgriff, kein Maulgriff. Sollte man nicht im Barschgriff landen, nein. Nee, da haben wir super viel Spaß gehabt. Inshore mit Omani Bream, Queenfish, diesen Wolfsheringen und allem möglichen bunten Zeug. Und ein paar GTs haben wir noch gefangen nebenbei, war aber nicht Hauptfokus, weil es war noch nicht so ganz Hauptsaison. Die kommen nachher erst jetzt um die Zeit, so Ende März, Anfang April ins Rennen. Aber draußen die Yellowfin-Fischerei, die hat richtig gerockt. Da habt ihr ja bis 60 Kilo, ne? Also 70 Kilo hatte 70 der größte, Kilo, genau. Wahnsinn, ja. Ne? Und das hat richtig Bock gemacht. Wenn es mein Cutter schafft, dann dürft ihr jetzt schon mal auf dem Getaway Sea Angling Kanal gucken. Da habe ich nämlich einen Vlog online. Wenn er noch nicht drauf ist, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Dann könnt ihr auf alle Fälle schon mal den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auf alle Fälle nicht, wenn das Video online geht. Ne? Und hier schauen wir auch noch ein paar. Ja. Und hier suche ich euch jetzt noch mal ein paar Aufnahmen raus. Und lad ihn noch hoch und dann könnt ihr jetzt hier noch ein paar Aufnahmen genießen. Einfach ja. Film ab. Ausblick hatten wir ja schon ein bisschen. Ne? Also Meerforelle, Lachs, klein bisschen Hering. Unsere Leihboote liegen in Stralsund und auch in Schabrode bereit für die Heringsangelei. Ne? Wurde ja viel diskutiert über Einschränkungen. Gibt es keine Einschränkungen? Sollte man natürlich trotzdem ein bisschen Maß halten. Ne? Also, dass man die, die man auch verarbeitet kriegt, nur mitnimmt. Und dann machen wir Zanderangeln. Ein paar Tropentouren haben wir auch noch. Du fährst nach Madagaskar. Ich bin gerade aus Panama wiedergekommen. Und das packen wir aber in den März rein. Und genau. Da schauen wir uns dann
den Merzen noch ein bisschen genauer an. Genau. Also wir bleiben umtriebig. Lasst euch die Zeit nicht so lang werden. Vielleicht kommt ihr uns ja mal besuchen hier auf Rügen. Genau, bottenangeln.de, da habt ihr freie Termine. Marita versucht alles, was geht. Und wir fürs Lachsangeln haben wir noch ein bisschen Platz. Und auch die Saisoneröffnung im Mai tut schon ihre Signale, ihre Schatten vorauswerfen. Genau. Und wer da sich einen Platz sichert, gerne. Ne? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die treuen Zuhörer. Und sorry, dass es manchmal bei uns vielleicht ein bisschen holprig ist, aber dafür ist es authentisch. Live authentisch, so wie es... Aus der Küche von Robert. Aus der Küche. Nächstes Mal vielleicht wieder aus der Küche von Matze, wer weiß. Genau, wir werden sehen. Okay. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.